Wir sind da jetzt gar nicht so weit weg von den SRF-Studios in Schwamendingen. Dort hat Harry Hasler jeweils volle Bulle gegeben und die Schweiz vor eine wichtige Frage gestellt. Meine Damen und Herren, Humor, was ist das? Wir möchten die Frage in einer Expertenrunde diskutieren. Ich darf Ihnen Gesprächsteilnehmer gerade vorstellen. Es ist das zu meiner Rechten, der Herr Professor Meierhofer. Er hat ein Buch geschrieben über Humor im Alltag. Das ist richtig, ja. Dann zu meiner Linken ein Betroffener. Der Herr Grütter ist Manta-Fahrer. Aber immer volle Pulle, gell? Aus dem Herrn Grütter ist eine Durchwelle später der Harry Hasler geworden. Die Kultfigur von Victor Jacobo, meinem liebsten Satiriker. War auf die Uhr, Mann, ich hock. Sitze gut. Ich hock nicht auf eine Frau, die du vorher schon flach geleitet hast. Am Anfang hat man die einfach mal gespielt. Das ist aus dem Buch rausgekommen. Das Wichtige ist, es ist ein Thurgauer. Es hätte auch ein anderer Ostschweizer sein können, der in Schwamendingen wohnt, aber meint, er wohne zmitzt in der Zürcher City. Und von Schwamendingen aus eroberte er das Land. Sein Song Saletti hielt sich überraschend 10 Wochen in den Top 10 der Schweizer Hitparade. Ich meine, das war eine Zeit, wo mich, glaube ich, hier alle Eltern von Kind verflucht haben, weil die Kinder haben angefangen, so zu reden wie der Harry Hasler. Ich meine, niemand will ein Kind daheim, das redet wie der Harry Hasler. Dann nehme ich halt das Handy und melde mich bei der Sendung. Selten korrekt und gern unter der Gürtellinie. Der Harry Hasler war einfach legendär. Moment, der Schätzchen gehen weg, wir sind da am Schaffen, gell? Die sollte ihr doch sehen, das ist ein ganz steiler Zadel. Fuchsschwanz am Schnorchel. Weil ich eben genau die Schlappen bekomme, aber das sagt natürlich am Bundesrat niemand und darum möchte ich da mal da gesagt haben. Da, jetzt weiss ich erst, was das ist, Schienenverkehr. Ja. Nein, es hat natürlich immer bei allen Figuren, die ja ein bisschen Ecken haben, das sind ja die interessanten Figuren, die man spielt, da gibt es natürlich Einwände, da hat es immer wieder Leute gegeben. Es hat zum Beispiel ein paar Feministinnen gegeben, die gefunden haben, das ist ein Skandal, so ein Typ, ein Harry Hasler, wie der redet und absolut frauenfindlich. Und ich habe dann denen geantwortet und gesagt, natürlich ist der frauenfindlich, aber überlegt doch einmal, wo geht da Satire an? Was ist das Ziel der Satire? Ist das Frauen? Oder ist das der Mann, der es sagt? Und dann ist es dann relativ klar gewesen, dass sich ja die Satire gegen so Typen wie Harry Hasler richtet und nicht gegen Frauen. Trotz oder gerade deswegen, die Schweiz hat ihren Harry Hasler geliebt. Aber du bist auch ein Bullensack, immer da oben hocken und reinschwätzen und nie selber ein Goal schiessen, oder? Ja, Goal nicht selber schiessen. Nein, da gehen noch ab und weiss ich gar nicht, was sagen, dass ich eigentlich der beste Trainer wäre. Doch, Rolf! Rolf! Nur schnell noch einen Tipp geben. Ja, gib mir den. Der Heinz Herrmann in Sturm, gell? Das ist gut, ja. Und sagen ihn einfach, nur ein Goal schießen. Ja, also. Da schreibe ich mir schnell auf, nicht, dass ich es vergesse. Ah, super, super, gut. Niemand, aber nicht am Gegner sagen, gell? Gut, also, mach's gut, gell? Ja, ciao, Rolf. Ciao. Ciao. Schwamendingen. Schönste Quartier von Zürich. Schwamendingen. Jedenfalls nur so. Ein bisschen mit, da ist national.